Hallo, hier sind wir wieder. Die alten Herren haben es geschafft. Hey, von wir wegen. Sind am Airfield. Schlechte Orientierungssinn. Ich wusste genau, wo es hingeht. Toll, ich kann meine Axt nicht wegstecken. Das habe ich so vorhin so schön gelobt. Ich war nur zwischenzeitlich etwas irritiert. Wir haben es geschafft. Es ist da. Wir sind da, meine ich. Nicht es ist da, wir sind da. Das. Hm. Ich kann meine Axt nicht wegstecken. Das ist doch unglaublich. Finde ich auch. Und wenn du was anderes in die Hand nimmst? Hat gerade nicht funktioniert. Ich drücke jetzt mal Pistole. Geht nicht. Du gleitest auch gerade sehr über dich. Das sieht aus, als wenn du gerade das Ganze exerzieren würdest. Hm. Ich krieg auch kein Receiving mehr von den Items. Irgendwas stimmt nicht. Wo bist denn du? Ich stehe direkt vor dir. Okay, ich sehe dich nicht. Jetzt gehst du gerade in die falsche Richtung. Warte, hier bin ich. Ja, was bringt mir alles nichts, wenn... Oh, jetzt geht's weiter. Axt ist weg. Und das Tor ist plötzlich offen. Das habe ich aufgemacht. Das war eben noch zu. Ich hab's aufgemacht. Ich war's. Ich ganz allein. Oh, verdammte Sonne. Da hinten steht ein Zombie. Das ist schön, da war keiner hier. Uah, Loot. Oh, der kommt doch gleich auf uns zu. Der hört uns. Der hat Augen wie ein Luchs. Der läuft gleich in meine Axt. Pass auf. Nein, Axt, komm raus. Ah. Jawohl. Hangar, ich komme. Muss mich erstmal orientieren. Ach, wir sind hier direkt in der Mitte. In der Nähe von den Baracken. Einfach nur mal reinschauen, Dann gehst du rechts rum, dann gehe ich hier links rum. Damit muss ich nicht in die Quere kommen. Ja, da wirst du wahrscheinlich sowieso die größeren. Was habe ich denn hier? Schrotpatronen. Ich meine, du hast da ja die Feuerwache, die Baracken, glaube ich. Da kommt ein Zombie. Ah, der kommt zu mir. Na, dann schauen wir, was wir finden. Nee, ich habe hier nur noch zwei Baracken. Nur eine Baracke. Achso, ja, dann komm halt auch hier lang. Das meiste hast du da hinten. Ich hab gehört, es gibt mehr Gebäude jetzt. Bin ich immer gespannt. Ah, hier ist schon die erste Baracke. Die Hotspots der Mod-Version. Und alles ist zu, wie geil. Ja, liebe Zuschauer, das erste Mal, dass wir bei den Nord-West Airfield sind. Und es ist nichts drin im ersten Raum. Sehr gut. Und hier ist... Oh, Stiefel! Gut, Stiefel. Die sind besser wie meine, die nehme ich gleich. Ja, das hat sich gelohnt, durch das ganze Land laufen für ein paar gute Stiefel. Ja, die Stiefel sind was wert. Was erwartest du? So, ein verrotteter Apfel, neuer Rucksack. Oh, hier eine taktische Weste. Na, also beschwer dich nicht, du hast eine taktische Weste. Ja. Dann muss ich erst ein bisschen umsortieren hier. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Wunderbar. Der blaue Rucksack, den brauche ich nicht. So rangepirscht und totgeschlagen. Lagerhaus, das ist aber glaube ich neu. Und hier bin ich öfter mal zumindest in der Mod tanken. Nee, geht's auch nicht rein, schade. Okay, das Gebäude hier ist neu. Das ist so ein zweiter Airfield Tower, glaube ich. Oh, da ist ein Spieler. Wo? Das bin ich. Ach, das bist du. Okay. Das schön, war hier links. Bist du nicht rein, oder was? Ich habe keinen Eingang gefunden. Oh, okay. Aber man kommt rein, da man ja in die Fenster reinschauen kann. Aber irgendwie ging die Tür, die ich gefunden habe, ging nicht auf. Und hier ist die Tür schon offen. Ducktape. Ducktails. Wuhu. Ja, genau. Ich habe die Nota Cola gefunden. Ich habe eine. Was habe ich denn hier gefunden? Nota Cola. Ah ja, okay.
Und ich habe die Pipsi-Cola gefunden. Die Pipsi, genau. Oh geil, Militärhelm, ballistischer Helm. Ich mag meine Mütze eigentlich sehr. Ich habe militärische Stiefel gefunden, die werden gleich angezogen. Schade, meine Mütze sah cool aus, aber der Helm ist schon besser. Vielleicht überlebe ich da einen Headshot. Ein roter Rucksack. Was sind das? Eine Banane? Das? Noch ein roter Rucksack. Joa, das war's auf dem Eiffel Tower. Spite Lemon. Noch eine Pupsi, Pipsi. Was ist denn das? Eine Gasmaske. Stimmt, die Gasmaske. So. Ich habe doch gar keine Bohnen gegessen. Bist schon in den Hangars? Ich bin in der Feuerwehrwache und habe gerade ein Brecheisen gefunden. Und was ist das? Ein Snaploader für die doppelläufige Schrotflinte. Oh, nimm sie mit, die ist neu. Also die doppelläufige habe ich nicht gefunden, aber den Snaploader. So. Ich habe eine Sprühdose gefunden, in grün. Ah, super. Damit blende ich meine Feinde. Ja, da ist irgendwas auf dem blöden Schrank und ich komme nicht dran. Wie sieht es mit der Maus an? Oder benutzt das Mausrad? Damit kannst du klicken. Es wird mir nicht mehr angezeigt. Achso. Ein bisschen blöd. Ich muss sagen, von der Feuerwehrwache hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Oh fuck, jetzt habe ich es angezogen. Was ist angezündet? Ein grünes Barett habe ich angezogen. Ach so. Aber das sieht scheiße aus. Oh, hier sind noch Baracken, wenn es Baracken sind. Neue Feuerwehraxt? Brauchst du eine? Nein. Nee, kommt man nicht rein, alles klar. Immerhin, ich habe eine Gasmaske. Hier liegen überall Beretts rum. Noch zwei. Wo bist du denn gerade? In dem Haus, wo du nicht rein konntest. Ich habe die Tür gefunden. Kampfstiefel. Sind das ein Bajonett? Warte mal. Ach, ich will kein Bajonett. Ein Spite. Endlich gibt's mehr Getränke. Ach ne, hier bin ich aber im Hubschrauber gelandet. Und da hinten Jungle war der große Boots. Tank. Was habe ich hier? Combat. Ich nehme die Kampfstiefel. Ja, die habe ich auch an. Oh fuck, ich bin fast am Verhungern. Ich habe auch Dschungelstiefel gefunden. Willst du Dschungelstiefel? Ne, ich habe Combat Boots an. Bist du immer noch in der Feuerwache? Nein, ich bin bei den Hangars. Ja, bei welchem denn? Jetzt im dritten. Oh. Aber da sind bis jetzt nur Stiefel drin. Und was ist das? Militärische Stiefel Red Punk. Nehme ich die. Hopp. Ich renne mal zu den beiden anderen Baracken am anderen Ende. Irgendwelche Waffen? Oh, da sind noch drei Baracken bei der Feuerwache. Hast du die schon angeguckt? Ich bin gerade alle. Die kommen, wenn du reinkommst. Direkt hinter der Feuerwache sind drei Baracken. Ja, ich habe keine Tür öffnen können. Vielleicht war ich auch zu blöd dafür. Ah, das sind die, wo man nicht rein kann, glaube ich. Ja, schade. Ich habe eine Wasserflasche gefunden. Wuhu. So. Verdursten tue ich doch nicht so schnell, wie ich dachte. Auch keine Waffe bisher, ne? Nee, nicht wirklich. Ich trinke mal so eine Pepsi-Cola. Ah ne, ich beiß noch. Alles aus markenrechtlichen Schutzmechanismen. Die Pepsi. Ich hätte sie Pupsi genannt. Ich glaube, in irgendeinem Clever und Smart Comic gab es auch wirklich mal die Pupsi Cola. Ja, würde mich nicht wundern.
So, ich bin mit meinen Hangaren durch. 1000 Stiefel. Ich könnte einen Schuhladen aufmachen. Nehme ich jetzt El Bundy. Scannern Bundy. Suche mir eine rothaarige Frau. Okay, die Baracken sind weg, die hier immer standen. Dafür steht eins von diesen Gebäuden. Ach, und die Baracken sind auch noch da. Okay. Was ist das? Ein Defibrillator. Da hinten waren Baracken. Also wenn du tot umfällst, ich habe einen Defibrillator, keine Sorge. Das ist schön. Das beruhigt mich auf eine gewisse Art und Weise doch wirklich. Ich nähere mich jetzt dem Zaun, wo du das letzte Mal das Fahrzeug zu Schrott gefahren hast. Ich habe nie Fahrzeuge zu Schrott gefahren, das war jemand anders. Ach komm, der heißt uns vielleicht genauso wie du. Dosenbier. Bier? Eine Dose Dosenbier. Oh schön, der hat Bier gefunden. Zumindest sieht's aus wie Bier. Das ist wahrscheinlich eine Cola, Slatko Cola. Nee, nee. Hier ist noch eine UK Assault Vest. In Camo. Und ein paar coole Stiefel. Das liegt da unten. Ah, eine Batterie, toll. Verdammt, falsche Taste. Ein Revolver, aber auch ohne Muni. Ich nehme die Weste einfach mal mit. Ich habe eine Weste, ich habe eine. Was soll ich denn? Die Tactical West. Hunterpants, ohne Eisensäge. Die nehme ich mit. Oh, da kann sich aus Handschellen befreien. Ja, kann man sich selbst damit befreien? Weil das wäre irgendwie komisch. Oder kann man damit Freunde befreien? Vielleicht kannst du einfach Knochen durchsägen. Genau, einfach die Hand absägen, ne? Wir spielen okay, Zorna. Oh. Oh, so eine Bar, wo man reinkommt? Ja, aber auch verdammt, hier ist die Tür offen. Ach, hier ist wieder. Ah, endlich nur eine Baracke. Dachte schon, hier gibt's gar keine mehr. Ich habe einen Defibrillator gefunden. Ach, du auch. Dann kannst du mich auch wiederbeleben. Oh, hier sind alle Türen schon offen. Scheiße. Nein! Ich habe einen M4A1. Oh, cool. Dann wahrscheinlich ohne Munition. Oh, hier steht einer. Das bin ich. Okay. Nicht mich. Hier liegt noch eine Assault Vest. Ich habe eine Waffe ohne Munition. Hunting Backpack mit 30 Slots. Oh, schlechter wie meins. Und war da noch irgendwas? Ja, ich habe nur. Ich will jetzt gehen wissen, ob ich damit auch. Natürlich keine Munition. Was kommt denn in die rein? 7,62 mm. Na. Hast du ein Magazin? Nein. Ja. Ich hätte Munition, aber kein Magazin. Ich habe nur ein Magazin für die Pistole. Also Phil hat auf jeden Fall Magazine dafür. Ich hatte ein leeres Pistolenmagazin, aber die passen da glaube ich nicht rein. Ne? Nein. So. Gut, das war's beim Airfield, ne? Ja, ich habe wirklich... Oh, ich habe eine gefunden, eine M4A1. Ich kann Eindruck schinden, indem ich damit wild schreiend durch die Gegend laufe. In der Luft wedeln. Weißt du was, dann lass uns diese Episode noch mal ein paar Minuten früher ausmachen. Aber bitte wirklich sicher irgendwo hinstellen. Ja, du, wir sind am Airfield, hier ist es nirgendwo sicher. Ich bin jetzt außerhalb der Mauern. Ja, ich laufe hinter dir her. So. Ich finde, hier ist es sicher genug. Hier sind Tanne und eine Mauer. Ich gehe hier hinten zu dem Gebüsch und der Tanne. Außerdem habe ich einen schicken Helm auf. Sicherer geht's gar nicht. Ich habe eine Gasmaske, also ich bin... Warte, ich habe schon wieder Hunger. Ich trinke mal eine Cola. Was ist denn das jetzt? Muss ich mal was angucken. Das ist ein... fermentiertes Getränk, gemacht von Brot. Eine Alternative zu Wasser. Sprudelwasser, Süßstoff, Geschmack, Farbstoff und
noch irgendwas. Ach, schön. Also sowas wie Mountain Dew. Hm. Rasputin Kvass heißt es. Aha, Rasputin Kvass. Gut. Ja, ihr Lieben. Darf man den Defi an die ausprobieren? Nein. Ja, die funktionieren ja eh nicht. Das sind ja diese modernen. Ich will nicht. Ja, von dem habe ich dir erzählt vor ein paar Episoden. Ja, das hast du, aber... Das Ding, was wir hatten in der Schulung. Ich traue dem Spiel zu, dass er hier funktioniert. Ja. Da steht, man soll vorher die Brust des Patienten rasieren, bevor man ihn damit behandelt. Das ist dann vielleicht bei ganz schlimmen Attacken nicht so gut. Ja. Okay, also. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Mal, wenn wir einloggen, ist das Airfield bestimmt wieder gefüllt. Dann finde ich eventuell auch eine M1A4. Macht es gut, bis dann. Dankeschön. Tschüss.